Ich probiere einen veganen Brotaufstrich, denn ich liebe vegane Brotaufstriche. Ich mag es. Ich habe schon so viele gegessen und bis auf zwei. Leider weiß ich die Namen nicht mehr. Das war irgendwas mit Kräuter. Und hat mich irgendwie an Schmalz erinnert, obwohl es gar nicht schmalzig war. Jedenfalls geht es um dieses Produkt. Und das möchte ich nicht testen. Das möchte ich empfehlen. Weil, man sieht es auch schon, es ist schon fast alle. Und das schmeckt einfach mal übertrieben geil. Ja, es ist Paprika, Cashewkerne. Es ist natürlich vegan, laktosefrei, ohne Ei und glutenfrei. Das sieht man hier auch von diesen ganzen Siegeln. Bio ist es auch noch. 100 Gramm. Hier sind 125 drin, haben 132 Kilokalorien. Fett ist 7,5 Gramm, wovon 1,1 gesättigte Fettsäuren sind. Es hat 12 Gramm Kohlenhydrate mit 7 Gramm Zucker, 2,9 Gramm Eiweiß und 2,2 Gramm ist Salz. Da drin enthalten sind 29% Paprika, Kartoffeln, Zwiebeln, Wasser, 7,6% Cashewkerne und Apfel, Dicksaft und Sonnenblumenöl sowie auch Meersalz. Das war's, mehr ist da nicht drin. Reicht auch. Ja, Brotaufstriche, ich liebe sie. Toskana gibt es auch noch als Geschmack. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es das von dieser Firma gibt. Toskana, so lecker. Ja, das esse ich meistens so mit einem Brötchen, Toast, Stulle, was auch immer. Entweder nur so oder ich lege mir noch eine Gurke drauf oder ich mache mir halt Wurst drauf, Käse, benutze es quasi dann als Butter-Margarine-Ersatz. Oder man kann sich natürlich auch Nudeln kochen und das mit ein bisschen Wasser oder Milch, also Alternativmilch, wenn man es vegan möchte, nochmal ein bisschen flüssiger machen und dann halt oder also als Art Pesto quasi verwenden. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, diese zu verwenden. Ich empfehle Brotaufstrich und ich empfehle auch diesen Brotaufstrich. Ist lecker, schmecker und da freut sich der Gaumen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hab noch einen schönen Tag. Tschüssi!